So, was ist mit 9 Rot Live? Wir sind auf Drank Crusade heute und ich habe mir gedacht, ich mache meinen zweiten Run hier. Also beziehungsweise erst habe ich mir gedacht, so ja, okay, nichts erweckt, kannst du mal die 30 Chaos geben für die Awake Scrolls, die sind hier ziemlich billig. Also zumindest einmal erwecken ist irgendwie ziemlich billig. Und dieses Fail, wie oft das ich einfach nebengeklickt habe, wieder richtig nice. Naja, ich meine, die Erweckungen waren sogar nicht einigermaßen in Ordnung. Gut, klar, man könnte natürlich jetzt hier noch ein bisschen mehr ausgeben für die Cancels zum Beispiel, keine Ahnung. Ich meine, ich habe jetzt halt noch nicht so viel Geld, deswegen wollte ich da jetzt nicht so komplett eskalieren und ja, gut, so nach dem Motto, was soll's. Einfach mal weiterschauen und genau. Ja, ihr habt es gesehen, ich werde das Ganze jetzt nicht komplett tryharden. Also, wenn ich jetzt so ein Ding droppe, dann droppe ich es, dann ist es super, dann ist es cool und so. Und wenn halt nicht, dann ist es halt auch egal. Ich meine, das Ziel haben wir erreicht, einfach mal einmal Tramlok machen oder halt zweimal oder was auch immer. Es war halt für mich jetzt einmal relativ, ja, will ich nicht sagen, nicht wichtig, aber ich meine, ich wollte es letztens schon machen, also vor der ersten Season auf Dragon Crusade. Und das hat irgendwie auch nicht geklappt, wegen. Ja, das war da auch ein bisschen kompliziert alles. Und keine Ahnung, deswegen wollte ich halt unbedingt das Ganze mal farmen. Und ja, also ich sage mal so, ich werde wahrscheinlich das Ganze vermutlich offscreen weiter farmen. Bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, muss ich mal schauen, wie ich Lust habe und so, weil ich meine, die Runs dauern hier wirklich schon lang. Weil ich ja noch kein Equipment habe und ob ich jetzt halt dann Lust habe, da irgendwie die 15 Minuten pro Run zu investieren, weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe gehört, dass die Drop Rate im Beginner-Modus um einiges höher ist, die Waffen allerdings schon ab dem Drop gebunden sind. Das heißt, ja, was man halt dann droppt und nicht braucht, kann man nicht verkaufen. Ich glaube, kannst du das machen, aber ansonsten kriegt man halt das dann oder kann man das nicht irgendwie Geld verdienen oder so. Also, das funktioniert halt nicht. Aber ich muss sagen, finde ich als System eigentlich ziemlich cool. Weil, ja, es ist eigentlich. Ich meine, ich habe es schon nicht gesehen. Also, generell so ein verschiedene oder dann generell ein Dungeon-System mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Habe ich, glaube ich, generell nicht gesehen. Und halt so eine Idee oder halt so ein System, dass man halt sagt, yo, Beginner-Modus, alles super easy, Waffendrops sind halt eben höher und dafür sind sie eben gebunden und so. Ich muss sagen, finde ich eigentlich cool. Weil oft hast du eben das Problem, wenn es jetzt halt so im oder wenn du das Ganze einfach nur in Beginner-Modus machst mit ultra niedriger Droprate, dann hast du ja im Prinzip auch nichts davon, weil ich meine, klar, je besser das Equipment ist, desto schneller farmst du eh schon. Und wenn es noch mehr droppst und so, ja, ist halt so das Ding. Und wenn es irgendwie hier noch weniger droppen würdest als normal. Und hier übrigens sogar Routing haben die scheinbar rausgenommen im Beginner-Modus. Finde ich auch ziemlich cool. ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, genau. Also wenn es das halt hier zum Beispiel so 15 Minuten brauchst und die Droprate wäre halt dann vielleicht irgendwie so ein Drittel von normal, dann wäre es natürlich irgendwie ziemlich uncool und dann würdest du einfach gar nicht fertig werden wahrscheinlich. Deswegen, ich muss sagen, ich finde es ziemlich cool eigentlich, was die da gemacht haben und gefällt mir. Habe ich so, wie gesagt, noch nie gesehen. Und von dem her, ja, coole Sache auf alle Fälle. Ja, meine Dodge-Skills hier sind natürlich auch voll am Start. Ja, gut, aber nicht so schlimm. Ich habe noch die ganzen Buffs bekommen, irgendwelche, oder diese Anarchy-Buffs da, oder wie auch immer die hier heißen. Dragon-Buffs und so wahrscheinlich. Und ich meine, das Gute ist natürlich jetzt schon, man merkt so durch die Erweckungen ein bisschen mehr Crit-Rate, ein bisschen mehr STA. Ja, gut, okay, mehr FP, das hat es nicht so direkt gebracht, aber. Man merkt es halt schon mittlerweile so ein bisschen. Man crittet halt öfter und so, die Dinge gehen dann vielleicht ein bisschen schneller down. Wobei hiervon ständig zu reden ist. Das ist halt immer noch ultra langsam. Aber halt zumindest man merkt so ein bisschen Fortschritt halt und das ist eigentlich ganz angenehm. Und genau, ich meine, Daily Dungeon könnt ihr natürlich auch noch farmen. Habe ich natürlich auch bisher ein bisschen verpennt. Ich muss jetzt sagen, ich habe es generell so ein bisschen verpennt momentan.
auf Tranquilside. Aber ich meine, ich bin da momentan eh so ein bisschen überlegen. Wie gesagt, ich meine, so zwei Server spielen parallel ist halt ganz schwierig. Vor allem aktiv spielen, das ist halt nahezu unmöglich. Was ich mir so also überlegt habe, ich bin mir auch noch nicht sicher, wie gesagt, das ist noch komplett in den Sternen. Ich meine, gewissermaßen brauche ich so ein bisschen Abstand von Flive, gewissermaßen. Das ist natürlich das eine. Aber gewissermaßen brauche ich eben auch ein bisschen Abstand von dem Server, wenn ich halt eben immer den gleichen spiele. Also, ich meine, auf CW spiele ich jetzt momentan die Seasons immer recht aktiv. Letztens habe ich sogar die Off-Season gespielt. Und die Preseason. Und ich merke jetzt schon so ein bisschen, okay, ich brauche dann ein bisschen Abstand und so. Und ich denke, mit der Off-Season würde ich wahrscheinlich nicht auf CW verbringen. Vielleicht verbringe ich die dann hier irgendwie oder weiß ich nicht genau. Mal schauen. Ja, also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich relativ naheliegend, dass ich die Offseason nicht auf CW verbringe. Vielleicht, wenn ich hier so ein bisschen casual-mäßig spiele oder so, könnte funktionieren, könnte ganz cool sein. Wirklich aktiv und offscreen werde ich wahrscheinlich jetzt auch dann nicht spielen, weil das wäre halt einfach. Ja, das würde jetzt nicht so wirklich viel nutzen, wenn ich so sage, ja, ich brauche ein bisschen Pause von Flive. Und suchte dann eben hier wie ein Verrückter. Aber ich denke mal, ich werde wahrscheinlich ein bisschen auf DC hier umschwenken und genau. Ja, was ich gerade was gesehen habe, oder was ich vorgesehen habe beim Aufnehmen, hier die Dinger, dass man das Partyfenster im Messenger hat, habe ich auch noch nie gesehen irgendwie. Also ich muss sagen, so langsam entdecke ich irgendwie auf CW, auf Tranquilside immer mehr Sachen irgendwie. Auf doch Tranquilside. Oder? Ja, doch. Ja. Immer mehr Sachen, die ich so am Anfang, die so gar nicht aufgefallen sind und so. Und ja, ist ganz angenehm eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also, gefällt mir, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Ich meine, ich will natürlich auch weiter leveln. Demnächst ist dann. Ich weiß es halt nicht genau, wie wir es machen. Vielleicht nehme ich mal so einen Tag und farm halt dann irgendwie vielleicht mal die 6 Runs oder was ist. Oder wie viele Runs sind es? 5? Keine Ahnung. Diese Runs hat eben für einen Tamnok. Ich weiß nicht genau, wie oft das man am Tag farmen kann. Es sind schon ein paar, aber naja. Vielleicht versuche ich aber auch noch ein bisschen was am Equipment zu machen. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, momentan ist es halt ein bisschen blöd, weil zu sagen, so jetzt hier, keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Wie gesagt, wir schauen mal. Ich will noch nichts versprechen. Ich weiß es aktuell noch nicht. Vielleicht laufen wir auch mit Geojo weiter oder so. Ich meine, es ist ein Geojo später, so glaube ich. Oder wurde es hier verändert? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das Ding ist halt, wir brauchen halt dann später halt schon irgendwas Ordentliches. Ich meine, LC-Jojo wäre natürlich am besten. Und ich weiß gar nicht, ob es da einen Beginner-Modus gibt, wäre natürlich auch ganz cool. Ja, die Sache ist halt, wir brauchen natürlich auch dann da den Gear-Score. Das heißt, wir brauchen halt irgendwie. Ja, wir brauchen halt schon ein Equipment, was halt ein bisschen Standard erfüllt. Und ja, wie gesagt, da müssen wir mal schauen dann. Deswegen, so ein normales Lusaka-Yui wäre natürlich schon ein ziemlich krasser Boost für Damage und Gearscore, weil ein Ulti-Yui bringt wie viel? 600 Gearscore oder so? Ist natürlich schon eine Menge. Und genau. Ja, keine Sorge, ich werde hier nicht das ganze Ding ohne Time-Lapse killen. Ich baue gleich mal einen kleinen Time-Lapse ein und ja. Ich spoilere mal nicht, was er droppen wird oder was er gedroppt hat. Ich muss sagen, ja, er hat ja nicht was gedroppt und bin ich mal einfach happy, dass man einfach mal so irgendwie so ein, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, so dieser, so ein Stückchen, so, hey, cool, es hat sich mal gelohnt oder so nach dem Motto. Und das war natürlich dann schon relativ cool und ja, genau, so war das halt quasi hier so ein bisschen. Okay. Rolling.
walking away from what you knew all along. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. On the moon.